Je älter ich wurde, meine Großeltern sind ja dann leider kurz hintereinander gestorben, als ich 18 Jahre alt war. Und als ich wiederkam nach Berlin, ja, saß ich ja, dann hatte ich, dann kamen die Leute zu mir. Ja? Ich hatte die Fotos und hatte noch die Briefe und die Erzählungen von den Freunden meiner Eltern und auch ein bisschen was von meinen Großeltern im Kopf. Und begann mich dann natürlich auch selber dafür zu interessieren, welche Zusammenhänge und so weiter ist denn das, in welchen waren sie da? Und merkte dann bald auch, weiß ich, wenn ich Geburtstag hatte, kam eben der Heinrich Scheel oder Greta Kuckhoff oder andere. Die waren dann bald bei dem Thema Rote Kapelle. Das lief aber immer so, gibt's wieder irgendeine neue Erscheinung im Westen, weil das ging da so durch das Blätterrauschen in den 50er und 60er Jahren vom Stern über Spiegel bis zur Praline und andere Zeitungen widmeten sich immer wieder diesem Thema, weil da war es mit geheimnisvollen Spionage und weiß ich, Sex und Crime und alles, was dann sonst noch dazu gedichtet wurde, ja, weil das war ein nach gewissermaßen nach oben offenes Thema, ja, weil so viel bekannt war eigentlich nicht, aber man versuchte dann eben aus dem Anteil der großen Anzahl von Frauen und alles Mögliche dort fantasievoll eigentlich doch für die Menschen, die das nicht überlebt hatten, eigentlich schlimme Geschichten dort zu spinnen.